So, willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin. Im letzten Part haben wir uns Evoli und Staralili, nicht Staralili, Schwalbini gefangen. Ja. So. Das heißt, wir können zurück in die Pokémon-Schule, nein, in die Trainerschule. Und hoffentlich diesmal souverän gewinnen. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet und daher weiß ich nicht, ob das klug ist, aber können wir gegeneinander kämpfen. Jo. Ja. Primäre Kraftreserve. Leer. Das heißt, ihr habt ja schon auch ein Dingens. Sieht aggressiv aus. Energiefokus. Wir pumpen uns auf, um einen Volltreffer zu landen beim nächsten Angriff. Und wir tauschen das Pokémon. Oh nein. Und es hat auch Kraftreserve. Das heißt, wir kriegen anscheinend Kraftreserve in diesem Abteil hier. Denn anscheinend benutzen die das alle. Das hat hoffentlich noch kein Kill hier. Level 7. Das wäre sehr fatal. Cosma. Jetzt eigentlich Level abgeben müssen. Tauschen wir trotzdem mal aus zu Cosma. Das Gute ist, Cosma hat schon eine Flugattacke. Sollte gleich zwei Level Ups bekommen, falls es denn überlebt. Ich hoffe, es hat nicht wieder Kraftreserve Kampf. So wie das Dingens eben. Und es hat Kraftreserve Kampf. Yay! Guten Schlag. Guten Schlag, guten Schlag, guten Schlag. Zeig mir jetzt seine Verteidigung. Und greifen es mit Tackle an. Ah! Evoli soll ja trainiert werden. Oh Mann. Das hat viel abgezogen. Wir müssen. Nein, ich starte das Heilmittel. KP Heilmittel. Fluffy generieren. Regenerieren. Oh Mann, das wird hartes Let's Play, ey. Das härteste Pokémon-Let's Play, was ich jemals gemacht habe. Aber die jetzt in meiner Edition seit halt. Für Weicheier. Naja, so kann man es auch nicht benennen. Ich finde Smaragd. War schon schwierig. Ja, es geht. Cosma reicht Level 6. Oh. Und es ist halt Angriff. Stinkenden Spezialangriff. Lotte war einfacher als Samuel. Ja. Du. Mein Freund hier. Aha. Hä? Ich will Kraftreserve haben. Naja, dann heilen wir unsere Pokémon. Dann sprechen wir die anderen Leute noch an. Ich will doch Kraftreserve. Warum gibt mir keine Kraftreserve? Kraftreserve kann sehr nützlich werden. Klar, es ist, man weiß nie so, was da rauskommt, aber. So.
Ach nö. Oh, 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 du nennst dich einen Pokémon-Trainer? Und du bist kein Poketag. Poketch. Das ist etwas wie eine Pokémon-Armbandur. Meine Güte, du bist ja ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Poketch erfunden und stelle ihn her. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist drei Clowns in Überstadt zu finden. Wenn du sie findest und nun. Wenn du sie findest und nun, du kannst ein Poketch bekommen. Dankeschön. Da darf ich noch nicht rennen ohne einen Orden. Fick dich! Ja, es könnte mir zwischendurch lecken. Essay geschrieben, was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Ein Essay, wow. Ja, sie können Items tragen, aber wissen nicht, was man da macht. Ja, das hättest du eventuell. Hättest du keinen Kerl ja nochmal gerettet, dann. Hallo, ich bin der Clown. Poketch, ja. Oh. Coupon Nummer 1. Poketch bekommen wir, okay. Ja, es geht schleppen voran in diesem Let's Play, aber macht ja nichts. Ich hab ja. Ne? Du bist nicht Nummer 2, ne? Kann ein Pokémon einen Item halten? Natürlich! Jo. Coupon Nummer 3. Was heißt das? Ja, ist gut. Gut. Nerv nicht. Und die ist Nummer 3, oder? Also, es kommt mir ziemlich langsam vor. Ja. Elemente sind für Pokémon und Attacken. Und. Ja, es läuft. Ja. Weder schnell noch langsam. Und ihr seht, wie spät es bei mir ist. Dauerhaft. Denn was anderes werde ich nicht anzeigen lassen, glaube ich. So, was willst du? Hey, da! Wo kommst du her? Zwei Blöcke, ein schöner Ort, ruhig und so. Überstadt ist sehr groß. Da erlebst du bestimmt einen Kulturschock. Das wollte ich gar nicht angucken. Was gibt's hier? Mieter gesucht. Ich glaube, wir sind ungeeignet dafür. Gucken wir doch mal im Markt rein. Wir brauchen neue Pokebälle auf jeden Fall. Kaufen. Pokeball. Yeah. Oh, wir können einen Pokeball kaufen. Und das war's auch schon. Jetzt wollen wir den Trainer besiegen. Ist halt so. Hier kann man, glaube ich, noch nicht durch. Oder doch, doch. Aber ich könnte mal ein Wasser-Pokémon fangen. Glaube ich. Paraheiler gefunden. Ja, Paraheiler ist gut. Ich wette, wir brauchen den noch gleich. Mal gucken, was hier also auftaucht. Und es ist ein. Raupi. Level 8. Oh. Cosma Schnabelattacke. Besiege dieses Raupi. Verlangsame euch ruin. Euch uns. Was? Verlangsame uns ruhig. Denn wir werden dich eh K.O. Und wir bleiben schneller. Du bist nur ein Wurm, wie so ein Vogel.
Hälfte des Parts vorbei. Wir haben wieder nichts erreicht, außer den Pocket zu erhalten. Aber jetzt wissen wir jetzt, wie spät es bei mir ist, am PC. Und fast ein Level Up. Mann, das Knopfhänser. Ja. Könnte man verwenden, wenn man möchte. Bin aber eher drauf, Pflanzen-Pokémon, ja. Was könnte ich da verwenden, ey? Brauche überhaupt Pflanzen-Pokémon? Brauche ein Pokémon, was zerschneidern so kann, aber sonst. Ihr nicht. Wir müssen ja ein Team zusammenstellen, was legendäre Pokémon besiegen kann. Ja. Denn in der Pokémon-Liga spielen. Die Pokémon-Liga spielt verrückt. Wie ihr sicher wisst. Okay, hier gibt es anscheinend nur Knuffinsas und Raupies. Vielleicht noch mehr, keine Ahnung. Das heißt, jetzt besiegen wir das Knopfhänserchen noch. Oh, es hält ein bisschen mehr aus. Als das eben. Rück zu keepen mir ist halt ein bisschen. Bam. Ja, ist mir klar, dass es weniger Schaden macht. Als Schnabel. Weil Step. Okay, Rucksack wird auch Slap, aber es ist sehr effektiv, Schnabel. Cosma reicht Level 9. Und hört seinen Angriff um 2. Geil. Du weißt Bescheid. Alles klar, dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Center. Ja, aus Evoli eventuell. Aquana? Nee. Ich glaube, ich bleib bei Fluffy. Für Aquana. Ich weiß nicht. Aquana hört sich auch gut an, ne? Was ist hier? Entspasst. Du willst kämpfen, wa? Hey, Philipp! Und schon stärker geworden? Du musst doch fragen, natürlich bin ich stärker geworden. Ding, 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 ding. Du, Trainer Edgar. Magby. Okay, er setzt Magby ein. Kein Problem für Cosma. Und Proxy-Keep. Silberblick schwächt unsere Verteidigung. Nicht übermütig werden. Okay. Dann setzen wir mal Energiefokus ein. Pumpt sich auf. Und hoffentlich landen wir jetzt mit Druckzerhieb einen Volltreffer. Bam! Yeah! Cosma erhält Erfahrungspunkte. E-Punkte. Und gleich noch ein Level-Up. Kanimani. Naja, da kämpfe ich mal weiter, wa? Kampf ruckzuck, keep, yeah. Ah. Sieht so aus, als müssten wir unseren Fokus wieder erhöhen. Schlug fehl. Macht nix. Denn ist unser Fokus anscheinend noch hoch. Schlug fehl. Na, ist ja sein Fokus auch noch nicht verloren, ne?
Aber Cosma ist so schwer geschwächt von der Verteidigung, dass jetzt einfach K.O. geht. Und wir sammeln. Nein, nicht sammeln. Fluffy einsetzen können. Streng dich an, Fluffy! Zum Glück ist es keine Nuzlocke-Challenge. Sonst hätte ich ja schon fast verloren. Also, ich hätte nur ein Pokémon. Ja, setz mal deinen Trank ein, du Arsch. Dann setz mir mal Rutenschlag ein. Ja, setz du ruhig Silberblick ein. Ich hab das gleich mit dir auch vor. Aber jetzt ist noch ein drauf. Ja, in diesem Part erreichen wir wieder nichts. Und so schlimmer. Bam, Sandwirbel. Ja, hier muss man ein bisschen strategisch kämpfen. Ja, ich werde Silberblicke. Dankeschön. Und weh, du setzt wieder einen Trank ein, ey. Hätte ich gleich besiegt. Dankeschön. Ding. Fluffy reicht. Level 9. Lilip. Oh mein Gott. Panflam, du bist an der Reihe. Brauch auf jeden Fall was Cooles für mein Team. Noch von Gestein, ne? Hat es noch eine Pflanze drin? Säure mich ruhig, du Arsch. Ja, greifen wir weiter mit Blut an. Vielleicht verbrennt es sich ja gleich. Ja, meine Pokémon gehen auch die KP aus. Lass mich in Ruhe. Lilip wurde besiegt. Didididin. Und Angriff steigt sich. Yeah. Trainer Edgar wurde besiegt. Was passiert? Ich habe verloren. Ja. Wow, ich habe verloren. Was meinst du? Das war dann wohl, das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt hier gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Jetzt nehme ich nämlich mir den Arena-Leiter in Erzählung vor, aber davor musste ich erstmal richtig fleißig trainieren. Tu dies. Tu das. Und es laggt. Aber es ist nur der Sound. Der Rest passt. Ja. Nicht viel passiert. Und ich würde sagen, solange Pokémon Gold noch läuft, kann Pokémon Rot und Gold noch läuft, werde ich Platin hier einmal die Woche hochladen, damit es nicht ganz so langweilig wird auf meinem Kanal. Denn die laufen ja schon Ewigkeiten. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.